Ja, ein gemeinsamer Freund ist ermordet worden. Ich wollte Sie in dieser Sache sprechen. Was in letzter Zeit nur noch diese Stadt. Was ist in letzter Zeit nur in dieser Stadt los? Morde über Morde. Einer brutaler und grausamer als der andere. Aber entschuldige, ich schweife ab. Zurück zur Frage. Gladys habe ich gerade heute Morgen an der Taverne zur sanften Sau gesehen. Direkt gegenüber von meinem Stand. Dort hinten ganz am Ende der Straße. Ich würde gerne noch etwas anderes fragen. Ja, bitte. Habt ihr auch noch was anderes als Fisch? Ach ja, mein Mann zieht ab und zu noch so Tant aus dem Fluss. Vielleicht könnt ihr ja etwas davon gebrauchen. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Ja, rostiges Haumesser, altes Streitkolben und ein nicht identifiziertes Amulett, für das wir nicht, noch nicht das Geld haben. Sollten wir uns jedoch merken. Günstig und gut ist Strunklers Gut. Und hier wäre der Amboss. Der Schmied für den Amboss. Aber ja, gehen wir erst Gladys suchen. Also hier ist die Taverne zur sanften Sau. Hier sind ein paar Städter. Eine Gittertüre. Und der Krämer. Hey, nur gucken. Wenn ihr was anfassen wollt, müsst ihr es zuerst kaufen. Ist ja schon gut. Dann zeigt mal, was ihr zu kaufen habt. Die üblichen Sachen. Dann kannst du Mäusefallen, Messer. Das Räuberemblem behalten wir mal. Das Pferdocker, auch wenn das Vorkrim wehtut. Nüsse, das da verkaufen. Handel abschließen. Können wir eigentlich mit unseren Steigerungspunkten? Nein. Aber die Menschenkenntnis können wir auf Maxim bringen. So, dann fragen wir hier drin mal nach Gladys. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir Gladys hier finden. In diesem Loch treibt sich das ganze Gesindel der Stadt herum. Ja gut, stecken wir hier drin aber mal unsere Waffen weg. Ein Zwerg, ein Bock. Ja, der Wirt, stumme Hummel und Goldzahn Jallik. Nee. Geh dem Wirt auf den Kranz. Nicht mir. Verschwinde. Ja, ich lasse euch in Ruhe. Okay, der will nicht mit mir reden. Das heißt, wir haben noch die stumme Hummel. Der wirklich stumm ist, dann bleibt nur der Wirt. Auch wenn meine Theke nicht so sauber ist wie ein Elfenpopo, gibt's hier wenigstens das beste Pferdocker. Auch gut. Also, was darf's sein? Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Gladys ist ihr Name. Könnt ihr mir helfen? Es wäre sehr wichtig, dass ich sie finde. Tja, ich suche auch eine Frau. Hä? Aber Spaß beiseite. Gladys ist eher eine Frau, die es vorzieht, nicht gefunden zu werden. Falls es auch ihr wichtig sein sollte, wird sie dich finden. Da verlasse ich drauf. Kleinen Augenblick. Hier, sag mal, Hummel, glaubst du, der Keller räumt sie von alleine auf? Das sollte schon längst erledigt werden. Also auf an die Arbeit. Mhm. Ich habe aber keine Zeit zu warten, bis sie vielleicht irgendwann mal auftaucht. Ich muss sie sofort sprechen. Es geht um den Mord an einem gewissen gemeinsamen Freund. Wo ist sie? Sag mal, Junge, bist vielleicht taub? Ich weiß nicht, wo Gladys ist. Aber warte, vielleicht weiß ja am Ende vier Finger sein, wo sie ist. Was kostet das so? Na los, geh hin und frag. Na gut, dann werde ich das eben tun. Sag mal, Junge, findest du nicht auch, dass Imbron ganz schön frech zu seinen Leuten ist? Dem werde ich helfen. Imbron, wie redest du denn mit unserer stummen Hummel? Nur weil er ein bisschen langsam ist, brauchst du ihn doch nicht gleich so anzuflaumen. Ach, sieh mal an, Jannik. Willst du jetzt hier den Wirt beamen oder was? Die Hummel kann dich auch gleich mit runternehmen und vor die Türe setzen, wenn es dir in meiner Kneipe nicht mehr passt. Also wenn ich mir eure Krakelei so anhöre, frage ich mich, wie dieses Gasthaus zu seinem Namen gekommen ist. Naja, ich befrage erstmal diesen Vierfingersalm. Ja, Krüppelreto. Aus, als würde ich mit dir eine Runde schwatzen wollen. Speckstein soll immer ein offenes Ohr für seine Gäste haben. Fall doch ihm auf die Nerven. Okay. Ja, Speckstein ist er hier. Ja, Vierfingersalm ist er hier. Was ist? Entschuldigt bitte, Herr Salm, aber der Wirt hat mich darauf hingewiesen, dass ihr mir vielleicht sagen könnt, wo ich Gladys finde. Das denke ich. Und warum soll ich dir helfen, Bursch? Ich kenne eine Menge Leute, die mit Gladys befreundet sind, aber weiß, was ich ganz sicher, du gehörst nicht dazu. So hört mich doch an. Es ist sehr wichtig, dass ich sie spreche. Also wenn ihr mir sagen könnt, wo sie sich aufhält, dann sagt es mir bitte.
So hört mich doch an, hey, urkomisch bist du. Naja, aber ich will mal nicht so sein. Ich habe sie zwar schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, aber ich glaube, Krüpel Reto hat sie erst letztens gesprochen. Frag ihn doch mal, er kann dir bestimmt weiterhelfen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier jetzt gerade auf einer Hexenjagd oder so. Was willst du denn? Ihr seid doch Reto, oder? Simon sagte mir, dass ihr mir vielleicht sagen könnt, wo ich Gladys finden kann. Cladomir? Kenne ich nicht. Nein, Gladys. Ach so, sagt das doch gleich. Ha, naja, Simon ist wahrscheinlich, kann ja mal vorkommen. Also, ihr kennt sie doch? Nö. Wie bitte, aber Simon sagte doch gerade, ihr hättet letztens mit ihr gesprochen und nur wollt ihr sie gar nicht kennen? Aha. Aber, ach, was dieser alte Trottel erzählt, darf man nicht so ernst nehmen. Der Fusel hat ihm die Birne schon ziemlich weich gekocht, wenn du weißt, was ich meine. Ich kann dir wirklich nicht weiterhelfen, beim besten Willen nicht. Aber warte mal, ich glaube, Goldzahn Jalik hat vorhin was von einer Gladys geschwafelt. Frag doch bald den. Also ja, ich werde hier nur auf eine Hexenjagd geschickt. So, so, du suchst also Gladys. Ja, ich muss sie unbedingt sprechen, doch hier scheint sie einmal jeder, dann wieder niemand zu kennen. Wenn ihr wisst, wo ich Gladys finden kann, dann sagt es mir, sonst ist das wichtig. Ach, ich weiß nicht so recht, ich kenne dich ja gar nicht. Könntest du Spitze von der Stadtgarde sein, weißt du? Am besten lässt du die Sache auf sich beruhen. Zu laut nach Gladys zu schreien, kann böse enden. Und was wollen wir doch alle nicht, oder? Jetzt reicht es aber. Ihr sagt mir auf der Stelle, wo sie ist. Sagt, ich will keinen Ärger in meiner Kneipe. Blut bekommt man so schwer aus dem Holzboden raus. Aber das kümmert ja keinen. Speckstein wird schon richten. Pa. Ja, ist ja gut, Imbom. Aber zurück zu uns, Fremde. Ich kann dir wirklich nicht sagen, wo Gladys gerade ist. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich es nicht weiß. Entspann dich einfach und trink ein schönes helles Pferdoktor mit mir. Hast doch sicher genug Penunzen dabei, hoffe ich. Die viele Fragerei macht mich immer besonders durstig. Vergesse es einfach, zum Nahen halten kann ich mich selber. Ja, also raus hier. Die wollen mir hier alle nicht helfen. Es ist wirklich schwer zu finden. Dieses Diebespack hält zusammen wie Pech und Schwefel. Am liebsten würde ich wieder reingehen und mir diese Typen nochmal zur Brust nehmen. Ja, okay. Das heißt, wir müssen weiter uns nach Gladys umsehen. Was willst du denn schon wieder? Ist was? Nee, oder? Verfolgt ihr mich? Ich? Wo denkst du hin? Ich vertrete mir nur ein wenig die Beine. Nein, der verfolgt mich. Papa, da pack richtig ab. Wir haben zufällig denselben Weg. Was ist schon dabei? Ist was? Jetzt reicht es ja auf, mich zu verfolgen. Nee. Bah, weiß doch selber Weg, hä? Messer Taylor, jetzt haben wir den Typen an der Backe. Oh, Gulmontee. Das heißt, wir müssen uns weiter umhören. Ach, schau einer an. Zwerg Vorgrim. Und dieses Mal sogar nüchtern. Wie viele Männer waren denn diesmal nötig, um dich vom Bierfass wegzuzerren? Das ist sie nicht reizend. Dafür bin ich keine alberne Taschendiebin, die sich ständig durch die Kanalisation schleichen muss. Bah. Also eure Streitigkeiten haltet ein. Eure Streitigkeiten solltet ihr ein anderes Mal klären. Ich bin hier, um den Mord an unserem gemeinsamen Freund Ador aufzuklären. Ach, demnach müsst ihr Brenno hier sein. Er sprach oft von euch. Gott sei Dank ist alles in Ordnung. Du kannst wieder zurück. Danke nochmal. Jo, kein Ding, Gladys. Für dich doch immer. Grüß Quano von mir. Wir sehen uns. Seid willkommen im Ferdog, auch wenn der Zeitpunkt ein trauriger für uns ist. Wieso wolltet ihr mich nun eigentlich sehen?
Wieso? Nun, ich möchte den Mord an Ardor aufklären und dachte, ihr würdet mir vielleicht dabei helfen wollen. Für Ardor? Da frage ich, helfe ich euch. Ich habe selber schon einige Nachforschungen unternommen. Leider mit mittelmäßigem Erfolg. Dürfte ich euch etwas fragen, so sprecht. Was wisst ihr über die Morde? Man sagt, dass es eine Reihe von Morden ist, zu dessen Opfern auch Ardor zählt. Doch irgendwie kommt mir da so manches merkwürdig vor. Was meint ihr damit? Ihr wisst es nicht, ich weiß es nicht genau, aber irgendetwas ist... Aber irgendwie ist mir die Sache nicht ganz geheuer. Ist nur so ein Gefühl. Dürfte ich euch sonst noch etwas fragen? So sprecht. Wie gut kanntet ihr Ardor eigentlich? Ardor hat sich eine ganze Weile um mich gekümmert, als ich noch klein war. Er hat mir vieles über das Mittelreich beigebracht. Vor allem aber über die ganzen aufgeblasenen Adelsheinis, die er immer, wie er sie immer genannt hat. Hihi, ihr wisst ja, dass er für einen Adligen aus sehr grobem Holz geschnitzt war. Wie er mir damals anvertraut hat, hat er Schreiben nur mühsam gelernt und eigentlich auch nur, weil es für seinen Stand zwingend vonnöten war. Aber öfter als einmal im Mond zu baden, hielt er immer für Unsinn und Ketzerei. Aber da erzähle ich euch sicher nichts Neues. Ihm verdanke ich auf jeden Fall meinen sturen Kopf und mein Wissen über die pikanten Details, über die ein oder andere hohe Herrschaft. Ich vermisse ihn wirklich sehr. Darf ich noch was fragen? Abdank für die Information, Kledis. Sollten wir uns jetzt nicht gemeinsam auf die Suche nach Ardors Mörder begeben? Ja, ihr habt recht. Lasst uns losgehen. So, und damit haben wir auch endlich Kledis in unserer Mitte. Der will gleich mal das Schlösserknacken besser beibringen. So. Ja, Kledis. Für Kledis brauchen wir viele Punkte. Gut, finde Kledis. Kledis ist also eine Scharlatane, die sich auch noch gut in den dunklen Ecken der Stadt auskennt. Deswegen war sie Bader so suspekt. Aber ich denke, sie könnte durchaus noch eine wichtige Rolle für mich spielen. Mhm. Ja. So, Kledis hat Haarnadeln, hat Spielkarten und hat einen Federhut, den sie aufsetzen kann. Und einen Degen. Beziehungsweise ein Florett. So, sie hat Zauber. Gucken wir mal, was hat sie denn für Zauber hier? Ja, Gefühle erkennen. Hm? Ganz ehrlich, wie nehme ich da Sachen wieder raus? Deception. Muss ich mal nachgucken. Also Blitzdichtfind ist nicht schlecht um Attribute. Flimflamfunkeln macht Licht, dass wir keine Fackeln mehr brauchen, was ich ganz praktisch finde. Candidus. Plus 1 mal 30 Sekunden, also 1,5 Minuten würde er auf Maximum heben. Deswegen wäre Flimflamfunkel. Furax. Ja, also 2 Minuten hebt er auf der Stufe. Dann haben wir noch Fabiludo Funkeltanz. Ja, die Attacke des Gegners senken. Also im Augenblick kann sie nur Debuffs und Unterstützungszauber. Ja. Jetzt haben wir 2 Minuten lang Licht über unseren Köpfen. Und wir haben Kledis. Hier ist das Osttor. Dadurch könnten wir jetzt auch Ferdok verlassen. Wir können aber erstmal noch das Zeug hier einsacken. Gutes Ulmenholz.
Und ja, Cladys wird unsere neue Schlossknackerin. Das bin ich.